Hallo zusammen, ein kleiner Treppenimpuls heute ist zum Thema Energie. Und wenn wir von Energie sprechen, dann kommen wir nicht umhin, auch von Materie zu sprechen. Denn Energie und Materie, ja, das lässt sich nicht voneinander trennen. Schon Einstein hat beschrieben, E ist gleich mc². In dieser Formel hat er nichts anderes beschrieben als Energie und Materie ist eigentlich genau dasselbe. Es sind dieselben Teilchen im Universum, die entweder schnell umeinander schwirren oder die Geschwindigkeit rausgenommen, langsam unterwegs sind und somit zusammenkleben, verklumpen und wir als Materie wahrnehmen. Wenn einem das klar ist, dann ist der nächste Schritt zu erkennen, das, was ich denke, das materialisiere ich. Das heißt, wenn ich in Problemen denke, was passiert? Ich materialisiere mir genau diese Probleme, die Self-Fulfilling Prophecy. Wenn ich allerdings in Lösungen denke und wenn ich meinen Fokus auf das richte, wo ich hin möchte, dann materialisiert sich das. Dann werde ich meine Ziele erreichen. Das ist kein wachsweiches Geschwätz. Das ist kein Wunschdenken. Das ist Physik. Und diese Physik, das funktioniert, weil Energie und Materie ebenso funktionieren. In diesem Sinne möchte ich dir heute mit diesem Impuls einen schönen Tag wünschen. Bis bald. Ciao.